kommt wieder hoch. Oh, ein Schatz. Und welcher war's? Ja, wir haben keinen übersehen zwischendurch. Dann wird auch nichts sein. Ja, ich komme ja schon. Bevor du wieder was sagst. Oh, hier ist wieder ein Point of No Return. Da wird das Spiel bestimmt gleich wieder gespeichert. Ist das hier? Das ist die Rückseite der Tür. Hallo? Alles gut? Klang so, als wärst du gerade voll auf die Fresse geknallt. Ja, naja, gut. Okay, das waren so ein paar Gänge. Es könnte sein, dass an dieser Tür ein Schatz versteckt ist. Wähle das Notizbuch. Guck mal, der Kompass dreht, spielt verrückt hier nicht mehr. Da war doch einer. So, kommt der jetzt alle hoch oder wie machen wir das jetzt? Große Hilfe, danke, danke, danke. Achso. Das war's. Der Musik nach war's das wirklich. Das einsammeln und hier. Ach, da war doch hier, genau. Druckplatte mal 3. Mal 3. Ist hier da hinten noch eine? Was genau? Oh, Dynamit. Gerne mitgenommen. Ach, jetzt haben wir gewechselt. Ja, das könnte uns weiterhelfen. Aber ich gucke noch einmal kurz. Ich hoffe, du verzeihst es mir, Milady. Nee. Hier ist nichts. Nach Schätzen, ne? Ich bin ja ein Schatzjäger, deswegen muss ich nach Schätzen gucken. Da unten habe ich noch gar nicht geguckt. Okay, das Ding geht auf jeden Fall langsam wieder zurück. Gut zu wissen. Einmal hier alles kaputt deppern. Was war das? Da. Da, 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 da. Und es gab Dynamit. Dann vermute ich, ist die Lösung ungefähr so. Oder auch nicht. Kann ich da durchgreifen? Ach was. Okay, die Lösung war so, man musste aber, naja, ihr habt's gesehen, ne? Kann ich jetzt? Bling! Sehr nice, sehr, sehr nice. Gut. Dann war das dieser Schatz, das war auch der nächste. Und hier sind noch zwei irgendwo. Ist das ein Außenareal da? Sieht so aus, als würden wir da irgendwie rauskommen. So, Munition voll, das liest man auch gerne. Passiert da was? Mit der Tür passiert auf jeden Fall nichts. Und jetzt? Du stehst noch drauf, ne? Du stehst noch drauf. Was ist das? Ach, nix. So, jetzt müssen wir irgendwie... Wir brauchen noch einen dritten... Punkt irgendwie. Wir müssen auf jeden Fall auf alle drei was bekommen hier. Was kriegen wir denn da drauf? Das kann man nicht schieben oder so. Nö. Hier ist auch nichts Schweres. Notizbuch, sagt das irgendwas?
mal 3. Das sind die Tiere, die da drauf sind. Und wir müssen 3 Gewichte haben. 3 Gewichte. 3 Gewichte. 3 Gewichte. Kann man hier die Decke zum Einsturz bringen vielleicht? Es gibt ja Dynamit. Oh. Tut sich da was? Anscheinend hat das Dynamit die Platte runtergedrückt. Hinter der Statue! Raus hier! Oh. Hat geklappt. Okay, ja, nice. Ladies first. Ja, das sagte er und rannte vor. Sowas machen Gentlemen, habe ich gehört. Mhm. Noch eine Menge über Gentlemen lernen, Quartermain. Und du eine Menge übers Schnelllaufen. Das sind schon wieder die Farbkäfer. Okay. Nur mal so. Kann man die öffnen? Nope. Die kann man auch nicht kaputt schießen. Da, ey! Elegant gemacht. Huch! Du bist aber schnell. Sind wir jetzt wieder in dem... Nee, ne? Das ist nicht der Raum mit den Spiegeln. Ich dachte schon. Irgendwie sieht es hier anders aus. Was ist das? Nix. Hier sieht es anders aus. Hier sieht es total anders aus. Ob das nochmal kommt, dass man Dynamit in eine Wand stecken muss? Wo sind denn wir hier? Die kann man da wieder aufmachen. Die kann man nicht... Kann man nicht aufmachen, okay. Spiel gespeichert. Oder? Das war da ein Spiel-Speichern-Symbol. Das heißt, irgendwas passiert da hinten gleich wieder. Glaubst du, dieses Artefakt hat wirklich magische Kräfte? Ach komm, Schwachsinn. Dr. Hagen scheint davon überzeugt zu sein. Okay, sollen wir die eben umnatzen? Da ist ein Schalter. Was macht er? Was? Wie hat denn der mich gesehen? Ich will da rein. Ich glaube, das hat nichts gebracht mit dem Dynamit. Und die Musik spielt noch. Hier muss ja noch einer sein. Da. Erwischt. Tot durch, ja, Granate nehmen wir mal. Tod durch Armschuss. Interessant. Höchst interessant. Munition. Und da geht's wieder raus. Wir sind auch schon draußen. Okay, okay, okay. Gucken uns aber natürlich noch hier oben. Ist das vielleicht das Außenarenal? Was hinkommt? Sieht schon wieder so komisch aus. Wir sind durch so Gänge gekommen gerade. Sagt uns das Notizbuch noch irgendwas? Nein, das war die letzte Seite. Ja, Mann! Mann, geht zu! So. Wir gucken aber mal hier oben.
Munition ist immer noch voll. Die Teile kann man immer noch nicht öffnen. Der gefürchtete Farbkäfer ist auch wieder in der Nähe. Nö, das sieht mir jetzt nicht so nach Schatz aus. Aber das, da war doch ein... Achso. Hat der Knopf vielleicht hinten das Tor geöffnet? Das könnte sein. Das könnte sehr gut sein. Aber ansonsten... Hier auf dem LKW oder so. Nö. Hier auch nicht. Ne, die kann man irgendwie gar nicht mehr öffnen. Am Anfang ging das. Aber die hier nicht. Skillen können wir aber sehr wohl. Ist hier vielleicht ein Schatz irgendwo? Ne. Die Dinger, die machen immer ganz komische Geräusche. Sind die voller Skarabäen oder was? Okay, was können wir? Was haben wir? Was können wir? Wir können hier nichts machen. Was? 6 weitere Schätze. Ach du Heilige. Ein weiteres und hier brauchen wir 1 und das freigeschaltet. Nee, wir können noch nichts mehr. Aber wir können jetzt rausgehen. Und ich vermute, dieser Knopf hat hier hinten das Tor geöffnet. Dann schauen wir mal. Wir sind am Tage rein und in der Nacht kommen wir raus. Wo sind wir jetzt? Wir sollten jetzt in Sicherheit sein. Wir sollten in Sicherheit sein, aber... Ja, aus der Karte kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel erkennen. Das sieht mir jetzt nicht so aus, oder? Doch, das sind doch diese 4 Türme da, ne? Moment, man sieht gerade nichts. Jetzt. Das sind diese 4 Türme, das heißt, hier müsste irgendwo einer sein. Oh, hallo Kamel. Da rein? Nö. Hier komme ich auch nicht rein. Da komme ich nicht hoch. Doch. Ich nehme an, das sind diese 4 Türme. Mal guck. Warte. Da. 1, 2, 3, 4. Und das sind da unten auf der Karte auch diese 4. Das heißt doch, irgendwo hier müsste einer sein. Kann mir in den Arsch schießen, bringt nichts. Ich dachte vielleicht, laufen die dann weg und die sitzen auf so einem Teil, aber... anscheinend ja nicht. Guck ich mal auf der anderen Seite. Denn das könnte dort diese Säulenwand sein. Dass da einer ist. Und hier sind überall auch diese Lager. Hier sind Lager, aber keine Schätze. Komisch, komisch, komisch. Das muss doch hier irgendwo sein. Das macht mich nicht wuschig hier. Nein. Nicht wieder feststecken, bitte nicht. Wir haben uns ja schon einmal hinter solchen Dingern festgebackt und durch die Wand geglitscht. Das Mondschein. Der Mondschein irgendwas zu sagen. Ich komme da aber nicht hoch. Das
ist hier überhaupt Mondschein? Wo ist der Mond denn überhaupt? Hm. Also an diesen Lagern können wir die Taschenlampe verwenden. Es bringt nur nichts. An diesen Lagern wird angezeigt, dass da was sein soll. Ist aber nicht. Taschenlampe ist aber sinnlos hier. Vielleicht irgendwie hier so. Auch nicht. Wo ist denn der Säulenbogen? Ja, der ist da. Kann man hier vielleicht irgendwie drauf schießen? Ich kann ja noch was mehr zielen. Doch, damit. Damit geht's noch. Da ist der Mond. Kamele sind immer noch grün. Schatz ist aber nicht zu sehen. Hast du einen Schatz versteckt hier irgendwo? Vielleicht täusche ich mich auch, aber es wäre ja schon Zufall, wenn das genau bei diesen Rastplätzen wäre, ne? Und es macht doch immer Blingelingeling. Der Kompass. Zeigt der Kompass vielleicht zum Schatz? Das könnte sogar sein. Der Kompass. Boah, die Kisten. Natürlich. Und der Kompass zeigt zum Schatz. Und dieses Plingelingeling könnte wirklich auf den Schatz hindeuten. Warte, warte. Hier irgendwo. Gucken, ob er hier irgendwo anschlägt. Weil, warte, warte. Sisse? Was sind die zwei hier draußen? Kamelarsch hängen geblieben. Okay, gut zu wissen, dass der Kompass dafür da ist, Schätze zu orten. Aber so bei genauerem Nachdenken, natürlich ist er das. Da, es hat schon wieder Plingelingeling gemacht. Aber ich glaube, das gehört zur Musik, oder? Hier zeigt er auf jeden Fall nichts an. Dann vielleicht ein Stückchen weiter. Aber das Plingelingeling könnte auch echt nur zur Musik gehören. Aber er hat eben dann auf einmal gelb geleuchtet. Ich guck nochmal hier. Da geht's immerhin rein. Na? Oh. Er hat was geortet. Was ist das denn? Was ist das denn? Lila. Okay. Kann man die hier? Was muss man denn hier machen? Das ist natürlich, Notizbuch sagt uns dazu auch nichts mehr. Ich kann nochmal vorblättern. Das sind die bescheuertsten Tasten, die ich je gesehen habe. Anders hinsetzen. Stuhl hat geknarrt. Vielleicht hat man es gehört. Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall der Stuhl. Auf jeden Fall war das der Stuhl. Das war der Stuhl. So, wir müssen hier, wie es aussieht. Die wollte ich. Ah.
Müssen wir die vielleicht alle zum Leuchten kriegen? Dann wäre das der und der. Haha, haha, haha. Nice. Weg des Lichts 3 von 4. Na gut, ein paar haben wir hier im ersten Level übersehen. 1, 2, 3. Aber dafür wissen wir jetzt, wie es geht. Der Kompass hilft uns dabei. Ich vermute immer noch, dass dieses Plingelingeling... Wobei, es sind keine Schätze mehr da. Wir können kurz gucken, ob es wieder kommt. Warte. Ja, da ist es. Also, es ist wirklich der Kompass. Dann sollten wir den Kompass, wenn möglichst, viel draußen haben, ne? Naja, auf jeden Fall können wir jetzt mal zu der guten Dame hingehen. Bist du bereit, unser kleines Abenteuer fortzusetzen? Ne. Nö, oder? Ja, na gut. Hey, irgendwer muss ja verhindern, dass man dich abmurkst. Genau. Genauso würde ich es auch sehen. Magische Artefakte, uralte Flüche, tobende Mumien. Plötzlich erschienen die Geschichten meines Urgroßvaters gar nicht mehr so verrückt. Der wahre Fluch jedoch war meine Neugier. Mein Jagdinstinkt war geweckt worden. Genau wie diese fauligen Leichen. Und die Jagd hatte begonnen. Eine Karte. Sie zeigt die Positionen von Sirius und den Sternen in dessen Umfeld. Aber vor Zehntausenden von Jahren. Also veraltet? Dezent, ja. Aber die Konstellation, sie ist so nur von einem Ort aus zu sehen. Der Arktis. Dort werdet ihr das nächste Fragment des Herzens finden. Auch die Nazis sind auf dem Weg dorthin. Natürlich. Und nun? Oh. Wo wir gerade dabei sind, was genau ist dieses Herzding und wie viele Teile gibt es? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es von einer uralten Rasse erschaffen wurde, lange vor dem Aufstieg uns bekannter Zivilisationen. Ein so fortschrittliches Volk, dass auf ihnen unsere Legenden über Götter und mythische Orte basieren. Vor allem die Legende von Atlantis. Können Sie sich vorstellen, was die Nazis damit anstellen würden, wenn sie das Herz in die Finger bekämen? Die Mumien in Ägypten waren nur ein Vorgeschmack auf das, was noch... Das Unglaublichste an der Geschichte ist bisher, dass sie Uncle Sam dazu kriegen konnten, ihre verrückte Behörde zu finanzieren. Hast du schon mal vom Panama-Kanal gehört? Sein Bau war nur dank des Genies von Professor Jacobs möglich. Diese Behörde zu finanzieren, war das Mindeste, was sie tun konnten. Sind die anderen Agenten auch so nervtötende Bücherwürmer wie du? Zieh dich lieber warm an, Herr Quatermain. Ja, da sind ab und zu mal die Sätze abgehackt, ne? Komisch. Naja, aber... Wir sind fast am Ziel. Nur noch ein paar Meilen. Die Sicht ist gleich null. Ich muss uns jetzt runterbringen, sonst stürzen wir ab. Den Rest des Wegs laufen wir. Laufen? Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen... Hör mal. Nein, jetzt hörst du mir zu. Nicht mir, dem Funkgerät. Klingt nach einem Notsignal der Agency. Könnte haben sein. Schwer zu sagen. Zu viele Störgeräusche. Okay, erledigen wir das auf meine Weise. Ich schau mir das mal an. Vielleicht finde ich Haken. Bist du verrückt? Unsere Anweisungen sind klar. Und ich bin ja bekannt dafür, Befehle zu beachten. Haken hat dir in Ägypten deinen wohlgeformten Hintern gerettet, weißt du noch? Wir sind's ihm schuldig. Zeit zu improvisieren. Du bleibst hier und analysierst die Sternenkarte. Ich komme zurück, sobald ich die Quelle des Notsignals gefunden habe. Okay, du hattest mich schon bei wohlgeformt. Ja, ja.
So, jetzt sind wir direkt aus Ägypten in der Arktis gelandet. Und was sich hier alles verbirgt und wo wir das zweite Stück vom Herz von Atlantis finden, das erfahre ich mit euch zusammen in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin sage ich euch einfach mal ciao und danke fürs Dabeisein, ne? Tschüss!